was ich eigentlich arbeite. Ich kann jetzt einfach in den Urlaub fahren und alles als Firmenausgabe abschreiben. Ich werde mich informieren, wie man ein Gewerbe anmeldet. Dann werden wir ein Gewerbe anmelden. Ich, Heisel, habe es natürlich immer noch nicht geschafft, einen Namen zu finden für das Unternehmen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja in den letzten Wochen nicht so viel hochgeladen. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich analysieren wollte, wie der YouTube-Algorithmus auf ein Ausfallen regelmäßiger Uploads reagiert und natürlich, weil ich meine Content-Marketing-Strategie optimieren wollte. Wieder mal. Damit meine ich einfach, dass ich überdacht habe, welche Videos ich produzieren möchte und auch mit welchem Aufwand ich das Ganze mache. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich mehr auf diese Foto- und Video-Tutorials fokussieren möchte und auch auf Videos wie dieses, die sozusagen mein Leben dokumentieren, aber schon den Anspruch haben, qualitativ ein bisschen hochwertiger zu sein als einfach nur Vlogs. Ich meine, gut, es sind Vlogs, aber sonst würde sich ja niemand für mein Leben interessieren. Und wenn ich nicht jeden Tag hochlade, weil ich jedem Video noch den Feinschliff verpassen will, dann ist das für mich auch okay, weil ich auf jedes Video stolz sein möchte und nicht halbherzig irgendwas hochladen. Wow, wie schnulzig. Ja, ich werde mich von den Technikvideos auch ein bisschen distanzieren, vor allem da mir das in letzter Zeit immer weniger Spaß gemacht hat, diese Videos zu machen. Und ich denke, dass es in diesem Bereich viele Leute gibt, die mehr bieten als ich. Wenn ihr gute Smartphone-Reviews sehen wollt, schaut doch mal beim Maxel vorbei. Er macht echt wirklich Top-Videos und ich verstehe echt nicht, wieso er nicht mehr Abonnenten hat. Ich meine, ich verstehe auch nicht, warum ich nicht mehr Abonnenten habe. Also, wenn ihr dieses Video seht und noch nicht abonniert habt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Da unten, roter Knopf, ihr werdet das nicht bereuen. Moses Film Promise. Du willst kein Moses Film Promise? Achso, nur nicht angreifen wegen dem Virus. Glaubt jetzt aber ja nicht, dass ich nie wieder Technikvideos und Reviews mache. Da habt ihr euch zu früh gefreut. Dieses Video geht jetzt schon 3 Minuten oder so und ich habe noch nicht mal über den Inhalt des Videos geredet. Ich wurde mal in einem Kommentar, glaube ich, gefragt, was ich eigentlich arbeite. Also so wirklich nicht meine Spaßvideos. Ich arbeite wie jeder andere auch in einem Angestelltenverhältnis bei einer Firma als Video- und Content-Creator. Wer hätte es gedacht? Genau, für eine coole Firma, die Online-Elektronik, wer hätte es gedacht, verkauft. Also auch mit dem Gedanken der Umweltfreundlichkeit im Hinterkopf. Und weil ich offensichtlich noch nicht genug zu tun habe mit meinem Job und meinen Videos und überhaupt werde ich in diesem Video eine eigene Firma eröffnen, gründen. Ich habe die letzten Wochen genutzt, mir sehr viel durchgelesen von Betriebswirtschaftslehre zu rechtlichen Sachen und mein Gehirn ist jetzt einfach voll mit Sachen und ich frage mich, warum man solche Basics nicht auf der Schule lernt, aber hey. Die Firma, die ich eröffnen will, wird eine Videoproduktions/Webdesign-Geschichte sein. Oh, das hat sich gereimt. Videoproduktion und Webdesign, also die Sachen, die ich eh schon mache, nur das Ganze eben auf ein Level bringen, wo ich mit Kunden zusammenarbeiten kann und das rechtlich auch funktioniert. Auf jeden Fall muss ich lernen, mit meiner Kaffeesucht umzugehen. Und genau deswegen habe ich hier 4 neue Packungen Kaffee. Ich werde mich informieren, wie man ein Gewerbe anmeldet. Dann werden wir ein Gewerbe anmelden, hoffentlich. Dann brauchen wir einen Firmennamen. Wobei, brauchen wir den Firmennamen nicht vorher? Ihr seht, ich kenne mich aus. Also brauchen wir irgendeine Art von Firmennamen, der nicht komplett low ist, so wie Moses filmt. Dann brauchen wir eine Website. Die Moses Film Website ist eigentlich cool. Schaut mal unten in der Beschreibung. Checkt mal den Link ab, checkt den Shop ab, bestellt euch Merch. So Freunde, wir sind jetzt beim Magistrat. Auf jeden Fall werde ich jetzt versuchen, die Multimedia-Agentur, das Gewerbe anzumelden. Ich brauche jetzt einen Parkschein, aber ich habe Gott sei Dank irgendwo diese Handy-Park-App. Let's go, Friends, let's go! Aber bei allem Respekt, ich glaube, da lasse ich euch hier. Das schaffe ich selber. Ihr
gedacht hat, wirklich, ich lasse jetzt das Auto offen und die Kamera laufen. Das ist alles gefaked. 2 hours later. So, ich bin back. Es war ziemlich aufregend. Ich habe mir direkt noch diese Handysignatur machen lassen, damit ich online alles signieren kann. Aber was interessiert euch das eigentlich? Ich weiß echt nicht, ob ich das reinschneide, weil das irgendwie dezent uninteressant wirkt. Alter, wieso schauen mich alle so blöd an, nur weil ich mit einer Kamera im Auto sitze? Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall muss ich irgendwas tun, dass dieser Vlog interessanter wird. Bleibt bis zum Ende dran, da passiert noch was richtig Verrücktes und Crazyes, damit die Spannung hier entsteht. Die Sache ist jetzt angemeldet und verplant, wie ich bin, habe ich noch nicht mal einen Firmennamen. Ich würde sagen, darum können wir uns auch noch zu Hause kümmern und Gedanken machen. Ich kann jetzt einfach in den Urlaub fahren und alles als Firmenausgabe abschreiben. Spaß. Ich darf jetzt nicht mal mehr solche Späße machen. Irgendwer nimmt das sicher ernst. So, Freunde, harter Zwischenschnitt. Es ist wieder Iced Coffee Season. Ist ja echt heiß inzwischen. Es sind Wochen vergangen. Das Gewerbe ist angemeldet. Aber ich, Heisel, habe es natürlich immer noch nicht geschafft, einen Namen zu finden für das Unternehmen. Das heißt, in den letzten Tagen hat sich ein Bild geformt, in welche Richtung es gehen soll. Aber, Freunde, die Namensfindung war nicht einfach. Ich habe wirklich tagelang Bücher vollgeschrieben mit Firmennamen, mit möglichen Firmennamen. Aber es gab ein paar Challenges. Ich wollte nämlich die AT-Domain und die .com-Domain haben. Viele Ideen, die ich hatte, gab es auch schon als Firma. Und ich kann ja nicht eine Firma quasi nochmal genauso nennen wie eine Firma, die es schon gibt. Das ist rechtlich nicht möglich. Ich muss auch sagen, ich habe am Anfang wirklich ein bisschen zu Badass Media tendiert, auch wenn mich dann die Leute natürlich alle nicht ernst genommen hätten. Und auch aus diesem Grund bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, das Ganze Acromedia bzw. Acromedia zu nennen. Und was genau es damit auf sich hat, erklärt euch am besten. Ecru beschreibt die Farbe von ungebleichten Leinen oder Seide, das heißt von einem hellbeige bis hin zu einem hellbraun. Das Wort Ecru kommt aus dem Französischen und bedeutet direkt übersetzt roh oder ungebleicht. So ein abgehobener kleiner Wichser, nur weil er jetzt CEO von irgendwas ist. Wie gesagt, Acromedia, die AT und die .com-Domain ist schon gekauft. Ich habe auch schon ein bisschen an der Website gebastelt. Es gibt aber noch ein paar wichtigere Dinge, rechtliche Sachen, wie zum Beispiel, dass ich ein Klingelschild anbringen muss mit dem Firmennamen. Und deswegen würde ich sagen, basteln wir das mal und kümmern uns darum als erstes und dann schauen wir weiter, wie es mit der Website aussieht, wie es mit dem ganzen Graphic-Content etc. aussieht. Das Unternehmen ist jetzt schon seit 3 Wochen oder so angemeldet und ich habe es immer noch nicht geschafft, dieses Klingelschild zu machen. Und ich muss noch die ganzen Social-Media-Sachen aufsetzen, Instagram, Facebook, LinkedIn, bla bla bla, aber ich werde das nicht so ins Detail machen, weil das interessiert euch, glaube ich, nicht so sehr, genauso wie dieses ganze Video. Deswegen könnt ihr aufhören, da Krach zu machen. Machen wir einfach mal dieses Klingelschild. Jetzt ist es official. Ich habe dahinter auch sein Klingelschild gemacht. Aber das Schöne ist, es wird hier eh niemand anklicken. Nice. Nice. Ich war sogar so fleißig, dass ich mir bei N26, not sponsored, so eine Business Card, so ein Firmenkonto halt erstellt habe, weil es halt übersichtsmäßig deutlich praktischer ist. Und diese Karte ist halt literally durchsichtig quasi, sieht man jetzt im Video nicht so gut. Aber das Geile ist auch, dass dieses ganze N26 kostenlos ist. Again, not sponsored. War ich sehr überrascht, dass das auch geht, weil ich habe bei meiner Bank nachgeschaut, Leute, die wollen, keine Ahnung, 25 Euro im Quartal, also alle 3 Monate für so ein Firmenkonto. Weiß nicht. Ansonsten, wie gesagt, die Domains habe ich gekauft. Ihr könnt auch schon auf ecrumedia.at gehen, Links in der Beschreibung. Und dort schauen, was abgeht, weil ich habe schon ein bisschen was programmiert. Ich meine, wie gesagt, das ist ja Videoproduktion und Webdesign, das heißt, ich mache meine Website auf jeden Fall selber. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber wenn dieses Video online geht, wird sie wohl fertig sein. Die Website wurde so gestaltet, dass Kunden sofort einen positiven Ersteindruck haben und auf den ersten Blick dieses CEO, das wirkt so, als hätte ich urviel Arbeit zum Tun. Können wir das irgendwie ändern? Auf dem Instagram-Account von Acromedia ist jetzt nur ein Post. Website Launch am 22.06.2020 geteasert. Das ist jetzt schon 1,5 Wochen her und die Website ist immer noch nicht online. Aber sobald dieses Video online geht, ist die Website auch online. Abgesehen davon habe ich passend natürlich noch ein Visitenkartendesign gemacht. Ich versuche euch das da irgendwie so einzublenden. Wenn ihr irgendein Feedback habt zu den Designs oder zur Website oder whatever, bitte schreibt es in die Kommentare. Bin froh über jedes Feedback und eure Meinung und Verbesserungsvorschläge. Ich weiß, dieses Video war jetzt nicht so unglaublich spannend. Es ist halt im Moment jetzt auch noch schwer gewesen,
mit Leuten, mit anderen was zu machen, lustige Videos zu machen, weil jetzt dieser Lockdown und alles war, aber das wurde jetzt eh ziemlich aufgelöst. Das heißt, macht euch in Zukunft auch bereit auf wieder coole, lustige Videos. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall jetzt diesen Kanal abonnieren. Keine Sorge, es geht jetzt in den nächsten Vlogs nicht immer um dieses Ecromedia-Business. Ich dachte nur, es wäre lustig, irgendwie diesen Gründungsprozess und die ganzen Sachen irgendwie zu dokumentieren, auch wenn ich jetzt die ganzen Sachen, rechtlichen Sachen rausgelassen habe. Und ich habe jetzt auch kein In-Depth-Tutorial gemacht, wie ich die Website programmiere etc. Aber das ist ja halt auch zu viel für einen kurzen Vlog, der irgendwie vielleicht sogar entertaining sein soll. Wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Like gebt und diesen Kanal auf jeden Fall abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Verstehe ich nicht, wieso. Abgesehen davon versuche ich in nächster Zeit wieder ein bisschen regulärer hochzuladen, auch ein bisschen mehr Zeit für YouTube-Videos einzuplanen. Ihr merkt, mein Timing ist gerade ein bisschen off, weil sehr viel hin und her fliegt mit Firma und Arbeit und dies, das, Ananas. Aber für YouTube muss man sich einfach Zeit nehmen, weil es einfach geil ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog, in der nächsten Episode of Season 2. Und ja, es würde mich sehr freuen, euch dann wieder dabei zu haben. Eiskaffee ist geil. Die Videos, da sind auch geil. Schaut euch gern noch mehr Moses Film an. Kann nie schaden. Ohne Spaß.